Das andere ist sowieso ein kleineres Schiff, also können wir uns erstmal auf den Kreuzer konzentrieren. Oh, die Musik ist so schön. Willst du danach die technischen Messwerte machen? Ja. Gut. You ready? Ja, jetzt schon. Gut. Erst den Kreuzer. Verstärkte Torpedos aktivieren. Die müssen jetzt gerade laden bei mir. Bei mir auch. Und dann geht's ab hier. Gibt's ein richtiges Feuer hier. Jetzt bin ich sauer. 2, 1. Acht. Ja, wie jetzt? 7, 6. Ja, wie? Dann wird's wieder zum Einzeltorpedo? Verstehe ich nicht. Nee, die sind dann halt verstärkt. Ja, aber für Feuer läuft hier irgendwie so ein... Ja, yeah, und so dadurch wird es wahrscheinlich verstärkt. Meinst du? Ja. Ich bin mir nicht so sicher. Oh, mein Vorderschild. Hab ich gerade vernachlässigt. Ui. Weg hier mit dir. Au. Da gibt's aber was für dich. Ich weiß. Ich flieg mal zu den da ist noch ein Kreuzer. Bessere Komponenten. Das ist dann für mittlere Schiffschäden. Was war denn da für eine Explosion? Ach so, die Minen wahrscheinlich. Ja, da hinten ist dann noch ein Kreuzer. Aber erstmal muss ich zu den Messwerten. Die darf ja ich... Auch wieder ein weiterer Kreuzer. Ach man, eins hätte noch gefehlt. Ein Klick, immer das gleiche. Unbekannte Legierung. Vielleicht sollst du das mal zum Memory Alpha bringen. Ja, aber zur Erde müssen wir dann auch noch. Ah, jetzt hat es geklappt mit dem Schild hier. Mit den Torpedos. Man kann auch alle Waffeln auf Waffeln. Ja klar. Waffeln. Man kann alle Waffeln auf einmal abfeuern. Oh Gott. Und es gibt irgendwo jetzt noch eine richtige Bodenmission. Denn wir dürfen jetzt zum Planeten runterbeamen. Echt jetzt? Gut, aber erstmal muss ich ja jetzt gehen. Herunterbeamen. I've located the dig site of the undersurface, sir, but there is a high intensity energy field surrounding it that our sensors cannot penetrate. I can beam an away team to a location outside of the field, sir. Ready to transport on your command. Okay. Bleibt so alles, ne? Ja. Gut. Wann wollen wir eigentlich Schluss machen? Keine Ahnung. Also nach dieser Mission erstmal Schluss mit aufnehmen? Von mir aus, da können wir noch kurz die Erde zeigen. Ja, genau. Nikiti sitzt da auf dem Sessel. Hier sieht aber schön aus. Kann man schwimmen? Es wird sumpfig und es ruckelt. Okay, wir dürfen die Schildgeneratoren ausschalten und das Zentrum. Und da sind gleich schon Gegner. Die mich gerade, glaube ich, gesehen haben. Wo denn? Am Gegenüber. Ach. Ach, na ja. Die Gorn da. Die Gorn sind doch Sonntagsflaschen hier. Sonntagsflaschen. Da gibt's was für dich. Ich weiß. Das machen wir immer erst alles nach dem Kampf. Ah, da ist noch was.
Nicht noch was, da sind noch welche. Livianische Rübe, super, was soll ich mit einer Rübe bitte? Verkaufen. Rübensuppe machen oder was? Look around and lean. Pech gehabt. Jetzt komme ich aber nicht mehr mit. Ach da! Unterm Baum ist der! Ja, was machst du denn da? Jihan Bajoranisches Markerbrot. Ach, das kann man glaube ich im Club 47 verkaufen. Auf jeden Fall haben wir hier drei Stationen, die wir. Was ist, dieses? Ach, das ist das A. Wir müssen eigentlich nur den Linien folgen und da dann die Schildgeneratoren abstellen. Wow, jetzt geht's aber los hier. Mörser! Flanke! Ja, Flankenbonus. Kleines Hypospray. Och, naja. Ah, hier sind noch welche. Trooper, Super Trooper. Oh, da ist eine Anomalie zum Scannen. Okay, dann scannst du gleich die Anomalie und. Da sind aber Feinde wohlgemerkt, ne? Kommst du mal an hier? Ich bin doch schon da. Nein, der in der falschen Richtung. Was falsche Richtung? Was machst du denn da drüben? Ja, da ist doch die Anomalie. Ja, da kannst du ja doch gleich noch hingehen. Jetzt ist er tot. Ah, hier gibt's auch noch eine Kiste. Schild. Wie wär's denn mal, wenn wir hier das Geschütz erstmal lahmlegen? Das mache ich gerade. Aber warte. Das ist schon weg. Schildgenerator ausschalten. Container, was gibt's hier? Grabhocksoße und mittleres Hypospray. Brauchst du alles nicht. Pff, meins. So. Nein, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Kann man irgendwas rausschmeißen? Replikator. Naja, wir können ja vielleicht handeln oder so, ne? So, erstmal hier diese Anomalie, die ist nämlich gleich hier. Okay, was brauche ich denn zum Beispiel nicht? Was? Ja, ich weiß, ist gerade ein bisschen unpassend, aber. Ziemlich, ja. So. Sam, die! Scheiße, funktioniert ja nicht. Irgendwas ist da falsch. Ja, irgendwas ist da unlogisch, ne? Tja, da würde Spock sagen, was für eine Unlogik. Das Spiel ist gerade kaputt. Dieses Spiel ist nicht logisch. Naja, Kollege Plattfuß, komm mal her hier. Zukunft. Kollege Plattfuß, komm mal her hier, ne? Da ist Anomalie und da ist ein Gorn. Okay, dann erst Ranger, kill! Kill Bill. Wir machen hier voll die Anspielung auf alles, ne? Ja. Yippie, ich Schweinebacke. Toll. Haben wir alle? Ja, du kannst die anderen machen, wie. Hier ist erstmal noch ein Gegenstand. Oh. Immer diese billigen Hypo-Sprays, ne? Schon, die braucht man echt nicht mehr. Gut, Anomalie, naja, wünsch mir Glück, ne? Boah, ist gleich sowas hier auch noch. Scheiße gelaufen, ne? Ja, ich find diese richtig schmalen Wellen richtig scheiße. Da weiß man gar nicht, wie man das machen soll. Die großen sind am einfachsten. Die großen sind am einfachsten, aber diese schmalen Wellen, die sind richtig schlimm, sage ich dir. Naja gut, ab zum nächsten Turm hier. Zu dem, wo, ja genau. Genau. Hui. Du hast es immer so eilig. Ach was, ich lauf nur voraus. Klar. Direkt in die Arme des Feindes. Klar, wo sonst? Da ist so ein, ja genau, schieß auf das Viech da. Vielleicht mal auf den Bändiger? Ich war gerade mit dem Trooper beschäftigt. Angriff Saurier. Oh, der hält ja nicht viel aus. Was hat er hier? Oh, ich krieg haufenweise Hypospace, die ich alle nicht brauche, ne? Was kriege ich hier? Hypospray. Betten? Ein Panzer. Oh, nett. Naja, genau, wir müssen sowieso auch unsere Dings wieder verstärken, weil wir haben ja nur Items bekommen. Ich habe jetzt gar keinen Platz mehr im Inventar.
Naja, das müssen wir halt austauschen und dann Dinge verkaufen, ne? Ja. So, erstmal hier lang. Die brauchst du ja nicht unbedingt angreifen. Ups, ist der Gorn! Ups, hab ich gar nicht gesehen! Hallo! Fuck! Ups, hab ich ja gar nicht gesehen, die Leute. Da waren ja Gorn! Wow, der hat was geschmissen! Der schmeißt Steine! Hast du so einen noch? Ja, schon geh! Es war voll knapp an mir vorbei! Was für dich? Achtung, pass auf, da sind nochmal Gegner. Sniperig. Jawohl, lass mich in Ruhe mit deinem Hypos bei Drecksdings da. Steinschmeißer! Oh, Alter! Ich hab dich umgehauen. Ja, ich wollte ausweichen, trotzdem trifft er, ne? Scheiße, meine Schilde, verdammt. Oh, pass auf, drinnen sind sehr viele Tiere, da ist Fütterungszeit. Ja, gut, ja, noch müssen wir nicht rein. Noch nicht, später, ja. Fütterungszeit. Dann Sniper ja, mal hier. Ja, das ist blöd, das ist hier. Ich kann nicht snipern, weil ich habe eine andere Waffe. Ich habe diesen Schnellschuss. Ich suche gerade diesen Saurier, Moment. Oh, diese Vulkanierin ist im Weg. So, snipern wir den Saurier. Fällt auch nicht auf, wenn da so ein roter Dings kommt. Nein, überhaupt nicht. Wow, was war das jetzt? Alter, das sind diese schweren Ranger. Oh, guck mal dann nachher auf den See da rechts dann. Anomalie? Nein. Gegner. Hä? Wo? Da ist noch nix. Doch, da rechts, bei dem See, da im See sind Gegner. Och, die laufen da lang, da müssen wir aber nicht hin. Ich weiß. Mach jetzt mal den Schild aus und dann haben wir es. So, warte, hier gibt's noch irgendwas für mich? Ja, jup. Vulkanische Pollmex-Suppe. Die habe ich auch bekommen. Naja, wen schmeckt, ne? Oh, ja. Ich bin ja nicht voll überzeugt von. Man weiß ja nie, wie die Vulkanier kochen, ne? Tja. Muss man mal schauen, ne? Natürlich kochen sie logisch. Die kochen alles logisch. Ah, da ist so ein Saurier. Hützke! Da sind viele von denen. Pass auf, Steinschmeißer! Reißt der das einfach der aus der Der trifft Po? Immer, das glaub, ich glaub's nicht. Mir hat er mal nicht getroffen. Achtung, da fliegt gleich alles in die Luft, glaube ich. Minen. Ja eben, deswegen sage ich ja. Du müssten mal deine Leute mal da weg, ne? Ach was, die machen das schon. Aua! Jetzt ist er kaputt. Der wurde weggebeamt. Zurück aufs Schiff, hat er doch gesagt. Alte Ansprüche auf Schiff. Hoch hier! Mensch, der ist ja gar nicht fit, der Leute. Container öffnen. Was gibt's da drin? Kleine Schildladung und Raktagino oder so. Wir beamen uns, wenn es soweit ist. Weil, ey, guck mal, da draußen stehen noch Gegner, die merken gar nicht, dass wir hier sind. Nö. Also auch kein Problem. Wir lassen uns stören. Überreste, was gibt's denn hier? He's dead, Captain. There are Gorn Clawf marks. The other hostages are in great danger. Das war hier irgend so ein Gefangener. Auf das Schiff beamen. Okay, machen wir das mal, ne? OPS. Auf das Schiff beamen. Akzeptieren. Hast die Team-Dings schon wieder nicht akzeptiert? Doch, zum Glück. Ja. Das sind bestimmt viele Parts wieder. Stein. You are meddling in affairs you do not understand, Lieutenant. This system was the home of our ancestors. It belongs to the Gorn by ties of blood and conquest. We will not allow grave robbers and thieves to desecrate hallowed ground without punishment. Prepare for death. Okay, wir müssen also das Ding lahmlegen. Das Geiselschiff nicht zerstören. Was? So ein Scheißding. Ah, hier. Diese Fregatten und Kreuzer, ja, aber nicht das Geiselschiff. Da müssen wir die Leute rausbeamen. Oh, dreckige kleine Welle. Ich habe aus Versehen gerade hier das Ding gescannt. Ja, genau. Schießt alle gleich erstmal auf mich. Hinter den Asteroid. Alter, was hat denn das Geiselschiff für Waffen hier?
Scheiße! Das Schiff dürfen wir nicht kaputt machen. Alter Schwede, meine Schilde! Das war bei mir gerade auch so. Die machen hier eine ganze Reihe auf mich hier. Ich glaube, die sind sauer. Schade, we're coming down from maintenance in 10 minutes. Wie bitte? Wir sollen das 10 Minuten aushalten? Was? Ihr habt sie doch nicht alle, meine Schilder lassen nach. Ist ja nochmal ein ganzer Paar. Fast. Gut, der ist kaputt. Diese Kreuzer sind lästig, ne? Ist ja was auch mal Bildschirm, also nein. Boah, dieses Geisterschiff geht mir auf den Keks hier, was mache ich denn da? Warum fährt das Scheißding so nah an mir vorbei? Ja, fliegt. Pferd. Zuerst einmal diese Kreuzer weg, sonst geht der mir ständig auf den Keks. So, jetzt frisst meine Torpedos, du Verdammter! Ich muss mal hier so wegfliegen. Hahaha! Klappt doch! Minen. Ganz schön viele, ja, die sind aber nicht so lästig. Come on, come on! Weg hier, weg hier, weg hier! Eieiei! Mann! Lass mich doch in Ruhe, verdammter! Penner. Ey, dieses Geiselschiff ist ziemlich lästig, sage ich dir, ey. Schild-Upgrade, bitte. Gut, der Kreuzer ist weg, ja? Jetzt können wir uns um die Dings kümmern. Alter! Lass mich doch erstmal wenden, du Verdammter! Alter, hält das Ding was aus hier. Yep. Kannst du dich mal um die Minen kümmern da? Ja, nicht. Oh, 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 das war knapp. Boah, dieses dämliche Geiselschiff. Tja, was machen wir damit mit dem, ist jetzt die Frage, ne? Also, das würden wir ja nicht kaputt machen. Ich weiß es nicht, ich würde mal sagen, ich würde es vermuten. Was sind da überhaupt für Geiseln drin? Einer von denen, die wir unten gescannt haben. Verdammt. Ja, und 10 Minuten sollen wir das aushalten. Oder sind hier noch irgendwo Gorn-Schiffe? Nee, das ist das Einzige. Ich denke mal, wir sollen einfach nur die Schilder ausstellen, damit wir da transportieren können. Da ist eine Mine. Okay. Jetzt hab ich langsam die Schnauze voll von dir, ey. Jetzt schießt meine Uhr. Friss mein Torpedo hier. Alter, wie viel hält das Ding immer aus?
Gut, der hintere Schild ist drüber unten. Geiseln an Bord nehmen. Zum Sektor warten. Oder hier gibt's ja nichts mehr. Also zum Sektor warten. Mal nicht Mission abbrechen. The Shard will be coming down from maintenance. Ach so, das ist der Server, der geht runter. Genau. Also in 5 Minuten Serverabschaltung, weißt du ja. Ach so, genau, eine Stunde. So, und jetzt in den Raumsektor. Ja. Ich kann hier gar nicht. Ich bin zurückgeblieben. Gut. Erstatten wir der Föderation noch Bericht. Ja. Gut. Congratulations, Lieutenant. Oh, super, wir sind jetzt schon in Stufe 7. Gut. Schnauze. Na, wo bist du denn wieder? Sternflotte muss ich rufen. Das ging noch mal. Ach, da ging es genau. So, also. Bin im Sol-System 3. Bin ich auch. Gut, dann können wir noch schnell das Team da zeigen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Solange hier noch nicht runtergefahren wird. Nee, nee, das machen wir lieber in einem anderen Mal, ne? Also, okay. Es wird jetzt knapp. Okay. So. Na dann, ja, das war's erstmal für Star Trek Online und in einer Stunde geht's vielleicht weiter, ne? Schauen wir mal, ne? Also. Kannst du noch, ciao, ciao sagen? Tschüss. Bis später. Jo.